Ja, grüß Gott, Mädel und Buben, hier ist wieder der Peter von Barbecue Alperlau. Es ist grau, es ist kalt, es ist bäh. Da braucht man wohl viel Essen, so eine richtige Retro-Sache, nämlich die hier. Krautwickel oder auch Kohlrouladen in nicht-bayerischen Ländern genannt. Supergeil, wie daheim bei der Oma. Und wie wir es gemacht haben, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß dabei. Ja, und was brauchen wir jetzt für unsere Krautwickel? Gell? Nicht Cloudwickel oder Krautwickel, sondern Kraut. Nicht von Wolke oder Menge, sondern von Kraut. Auch Kohlrouladen genannt, aber in Bayern heißt es halt Krautwickel. Und da brauchen wir die folgenden Zutaten. Kraut, also Kraut, Weißkraut, das haben wir ein bisschen angekocht, damit es weich wird. Ebenso weich haben wir da ein Semi, oder sind das zwei Semien? Eingeweicht, Zwiebeln, Petersilie, das ist noch ein bisschen Liebstöckel und Thymian, zwei Eier, also zwei Eier, Hackfleisch, gemischt, Bio. Dann haben wir hier so ein Bio-Gemüsefond, ein Bio-Bacon, ein Bio-Butterschmalz, ein Bio-Sahne oder ein Rahm und ein nicht bio ja, ich kann nicht immer Bio sagen. Ein Nicht-Bio-Tomatenmark. Und Metzgergarn. Als erstes machen wir den Fleischteig. Dazu ziehe ich mir jetzt Handschuhe an. Und wenn ihr Motz wie ein Handschuh, dann schaut euch das einmal an. Und dann erzähle ich. Wenn ihr sowas wie eine Mulinex habt, gell, oder sowas anderes wie scharfe Messer, dann tät's niemals nicht die Messer offen in eine Schüssel hinein. Weil wenn dann der Papa kommt und ohne Brühen, nicht voll Sicht, in die Schüssel reinlangt, dann blärt er. Was lernen wir daraus? Der Papa muss ein Brühen aufsetzen, weil die liegen da schon seit 10 Jahren. Nein, die haben wir noch gar nicht. Haben wir schon gestritten. Ich streite jetzt mit dir nicht vor der Kamera. Wir machen nämlich jetzt einen Fleischteig. Das Ganze machen wir übrigens dann im Dutch Oven bzw. in unserem Gusseisentopf. Ihr könnt es auch im Dutch Oven machen. Und noch was geht, das sogar in einem normalen Hofer-Topf. Legen wir los. Zeig mal Handschuhe. So, jetzt zum Pfeffer haben wir, glaube ich, vergessen. Aber das macht nichts. Genauen Angaben wie immer im Rezept unter dem Video. Das bloß jetzt schnell salzen und pfeffern, weil ich jetzt ans Manchen anfange. Also das Zusammenwägeln. Und ja, dann mag ich nicht den Barz an der Pfeffermühle haben und an der Salzmühle. Und jetzt barzen wir. Als erstes barzen wir unsere Semien aus. Ich nehme hier einmal so ein Stückchen. Und barz, bis nichts rauskommt. Was sagst du, Spatzl? Und jetzt barzen wir Semen erst einmal. So, unsere ausgebarzten Semeln, die hauen wir jetzt schon mal da mit hinein. Dann haben wir noch zwei Eier. Sind das für harte Eier? Sind die von meiner Schwester? Ja. Also von den Hühnern deiner Schwester. Meinst du, das war jetzt missverständlich? Ja, meine Schwester hat nämlich Hühner. Und mit dem gescheit kneten. Und hier haben wir jetzt unsere Zwiebeln mit dem Petersilie und dem Thymian und dem Liebstöckel, gell? Und das kommt jetzt alles da mit hinein. Muss jetzt kein so ein fester Tag sein wie bei Fleischpflanzen, gell? Weil er ja umwickelt wird. Ihr seht, dass das dann irgendwann anfängt, so ein bisschen zusammenzupappen. Der Rabe. Der Rabe Socke. Jetzt habe ich vor mir ein Dingsbumsblatt, Kohl, geht übrigens auch mit Wirsing, oder wie der in Bayern heißt, Wirsching. Nehmen wir uns da so ein bisschen was von unserer Masse. Und dann den mal wickeln, weil es heißt der Krautwickel. Da schlage ich hier ein bisschen die Seiten ein. Und dann wickle ich weiter.
bis das ungefähr so ausschaut. Und ich finde, das schaut super aus, oder? Jetzt wickeln wir alle und da müssen wir es noch zusammenbinden. Crowdbondage. Das ist sehr schön, hä? Ja, die Anja hat das mit sehr viel Liebe auseinandergepflückt. Mit der Rückseite von einem Messer hat sie es vom Krautkopf runter. Nein, das war der Küchenspachtel vom Schaber, vom Teigschaber. Ah. Und dann haben wir es eben, wie lange haben wir es gekocht? Bis die Töpfe abgewaschen waren. Also ihr müsst nebenbei Töpfe abwaschen, dann wisst ihr, wann es fertig ist. Da muss man sie jetzt hier nicht verkünsteln, gell? Es ist natürlich auch ein bisschen so eine chirurgische Sache, gell? Also wenn ihr hier so einen Riss habt, dann werden wir hier so eine Prothese hinmachen. Und dann werden wir hier das Holzbein wickeln sozusagen, gell? So. Oh. Das hat früher meine Mama immer gemacht, da haben wir viel lieber Krautwickel gegessen. Weil die hat gewickelt. So, die letzten zwei sind die schönsten. Was lachst du da? Die war frech. Ich zeig jetzt meine Handschuhe wieder aus. Die hat gesagt, man sieht, mit wie viel Liebe ich das mache. Aber ich esse halt auch gern, gell? Dann muss ich das auch mal machen. Den vorhergehenden Schritt haben wir jetzt nicht gezeigt, weil da haben wir jetzt drei Hände gebraucht, also zwei Hände und einen Daumen. Aber das Ergebnis zeigen wir euch jetzt mal. Wir haben nämlich zwei Variationen gemacht. Da haben wir zum einen den sogenannten Einzelheinz, also dreimal einzeln gewickelt. Und das ist, wie heißt der? Der vegetarische Rollbraten, weil gewickelt, Schlaufe gemacht, gewickelt, Schlaufe gemacht und so weiter und bis vorzogen. Müsste jetzt gar nicht, was China ist. Also ich habe das gemacht, das ist natürlich dann China. Nein, Spatzl, das sind alle gleich schön. Deins ist fast ein bisschen schöner. Jetzt kriege ich noch ein Papier. Jetzt machen wir die anderen fünf noch und dann sehen wir uns gleich wieder. Bondage Session beendet und hier ist das Ergebnis. In allen Farben und Formen. Ihr seht ja, mein System ist das Einzelsystem, das von der Kirsten ist das dieses Wickelsystem. Ihr seht also eindeutig, dass ich die meisten gemacht habe. Butterschmalz. Topf. Steht er wieder schief. Das tue ich jetzt da ein bisschen schmelzen. Und schon mal den Bacon dazu, dass der ein bisschen auslässt und Geschmack abgibt. Ja, das ist aber gut, gell? Bacon ist natürlich optional, ich tue ihn gerne rein, weil er dann nochmal so ein bisschen einen Geschmack gibt. Habt ihr kein Bacon neben der Frühstücksspeck? Mm. Butterschmalz und Bacon kannst nicht viel falsch machen, gell? Dieses Butterschmalz bringt wenigstens ein bisschen eine gelbe Farbe. Dieses graue Video, ein bisschen eine rote Farbe haben wir auch. Na, heute ist ja nur grau. Mmh, riecht gut, gell? Noch gar keine Nachbarn da, gell? Aber jetzt im November hockt da keiner draußen. Ja, wenn das dann hier so ein bisschen angeknuspert ist, nehmen wir es raus. Weil wir haben nur ein bisschen Gemüse, gell? Und in unser Speckfett legen wir jetzt die Ruller rein. Die kühlernen. Rouladen-Tetris, gell? Die werden wir jetzt rundherum anbräunen. Also, ein bisschen. Wie sagt man da anbräunen, gell? Gibt's da was Bayerisch? Was anbräunen lassen? Anrösten, Obacher, jetzt haben wir's. Obacher, der nicht. Immer mal wieder zwischendurch schauen. Ups. Wie es ausschaut. Da wir hier in der Mitte mehr Hitze haben als am Rand. So, jetzt die vom Rand da ein bisschen rein.
schön sind sie rundherum angebräunt. Müsste immer Flüssigkeit dazu, in dem Fall hier Gemüseform. Ich mache das jetzt mal so. Sollen ja nicht bedeckt sein. Ungefähr. Und dann schaue ich später nochmal nach. Und dann nehmen wir uns einen Deckel drauf. Drehen ein bisschen runter. Das Ganze jetzt ungefähr ja, insgesamt halbe, dreiviertel Stunde. Wir schauen in 10 Minuten wieder hinein. Okay? Alexa Timer 10 Minuten. 10 Minuten sind vorbei. Es riecht schon gut, gell? Sehr geil. Ich lupfe meinen Deckel. Schaut ja sehr geil aus, oder? Deckel drauf. Ihr ahnt es schon, in 10 Minuten schauen wir wieder rein. Oder vielleicht eine Viertelstunde. Mal schauen. Und eine Viertelstunde ist ins Land gegangen und riecht ziemlich gut. Wir schauen. Ich sehe jetzt gerade gar nichts. Freuden, gell, wenn man in den Topf schaut. Ohne Brünn geht's. Schaut gut aus, gell? So ist eine schöne Farbe. Es wird fest. Ja, sehr gut. Deckel drauf. Das sind 10 Minuten, oder? Ja. Dann werden wir noch unsere Verbesserungszutaten rein. Aber das seht ihr dann gleich. Oder wir setzen noch eine Brille auf. Ja, die ist ja inzwischen auch wieder. Ach, du bist das. Jetzt. Das ist ja meine Frau da. Was wollt ihr denn sagen? Ich habe gerade La Vie en Rose gesungen. Hoffentlich sperrt man jetzt die GEMA nicht die Tonspur. Willkommen zurück mit Ton. Deckel, den wir lupfen. Schaut super aus, oder? Deckel mal kurz zur Seite. Was ich jetzt machen möchte, ist kurz mal die Roulettchen raus. Und dann rühre ich da kurz mal die sogenannten Verbesserungszutaten ein. Verbesserungs- oder die Verbesserung? Die heißen Verbesserungszutaten. So heißt es. Nämlich ein bisschen Tomatenmark. Für die Farbe, gell? Spare. Dazu den Speck. Oder auch Bacon, also kommt drauf, ob ihr jetzt Frühstücksspeck oder Bacon nochmal habt. Dann warten wir noch kurz. Platsch. Die Josanne. Dann kommt da aber schon der schöne Platsch daher. Das ist jetzt so ein bisschen optional, was wir da machen. Ihr könnt da eigentlich rein, was ihr wollt, gell? Und wir wollen das jetzt so. Kümmel? Holst du schon einen Kümmel? Während das jetzt hier gerade so ein bisschen aufkocht, da haben wir noch etwas Kümmel dazu. Gibt immer gleich nochmal so den Großmuttergeschmack, gell? Jetzt lassen wir es einmal kurz aufkochen und dann kommen wir schon wieder unsere Rouladen zurück. Na Weglöffel. Zwei Umdrehungen Salz und ein bisschen Pfeffer. Dann rühren wir hier noch einmal um. Und dann kommt es wieder rein, oder? Ja. Nichts herschenken. Rein. 10 Minuten. Und dann wegessen. Kartoffeln haben wir noch drinnen am Herd stehen. Jetzt tue ich den Deckel drauf. Drauf du. Timer 10 Minuten und dann sind wir soweit. Und jetzt haben wir beschlossen, dass es fertig ist. Und was sagst du, Spadl? Das ist fertig, gell? Sehr schön. Was wir jetzt machen ist, wir werden anrichten, oder? Ja, und so schaut es aus, wenn es angerichtet ist und entschnürt unsere wunderbaren Krautwickel
Mit Specksoße. Die Soße ist jetzt ein bisschen rot, ich war ein bisschen großzügig mit dem Tomatenmark. Wenn ihr die Soße ein bisschen gelber wollt, weil ihr zum Beispiel jetzt BVB-Fans seid und gerade die Bayern-Fans, geht, dann jetzt ein bisschen weniger Tomatenmark rein. Aber für den Geschmack ist das sehr gut. Und jetzt Mahlzeit. Und essen kann ja jeder, gell? Kann ich auch probieren, mal ein Stück. Prost. Großartig, wie im Wirtshaus. Nochmal. Anni spekuliert schon. Bitteschön. Einen guten. Tschüss. Ja, und dann habe ich natürlich noch das Getränk und ich weiß, meine Freunde und Zuschauer würden mich da schlagen, wenn ich was anderes hätte als ein Augustiner Hell. Okay, für die, die immer motzen, das läuft schon ein bisschen. Habe ich mir einen Anschiss gekriegt, gell, weil das ein Monat abgelaufen war. Das halt noch ein Jahr. Aber nicht bei mir. Prost. Schmeckt auch wie früher. Genauso wie die Krautwickerl. Macht es unbedingt noch. Ansonsten hoffe ich, es hat euch Spaß gemacht. Daumen hoch, netter Kommentar. Wäre super. Ein Abonnement hier oder drüben bei Camper Grill würde uns sehr freuen. Und ansonsten bis zum nächsten Video. Macht es gut. Prost, Servus, pfiat euch. Meine Oma hat immer bloß ein Halberts getrunken, ein Quartel. Dann hat sie einen Stöpsel drauf, da. Das andere Quartel hat sie am nächsten Tag getrunken.